So. So, dann hängen wir mal hier eine Fackel hin irgendwo. Ja, oder ist das so früher wieder? Hm. Könnte auch 12 Uhr nochmal sein. So. So. Dann haben wir das raus. Ist ja 12 Uhr. Aber ich habe Force Games. Immer gern gesehen. Da habe ich mich getäuscht, da braucht man nämlich kein Gold dafür. Für die Force Games. Da kann man nämlich auch. Upa. So, 31. Da sind wir eigentlich noch zu hoch. Ich gehe trotzdem hier mal in diese Richtung. Was ist das? Salpeter? Okay. Salpeter kenne ich eigentlich nur durch in der Wüste. In der Wüste. Da habe ich bis jetzt in den Höhen eigentlich noch gar nicht so gefunden. So. Ja, okay, toll. Ist alles nicht hoch und tief genug. Ja, hier kommt man noch ein bisschen tiefer. Wenn wir Glück haben. So. Ja, denk mal, gibt es Lava oder was? Ja, da ist er. Da, das wollte ich doch haben. Gut. Können wir das abbauen? Ja, mit der Steinspitzhacke, ich glaube. Nee. Können wir nicht. Das heißt, wir nehmen hier die Schafe. Die Eisenspitzhacke. Und damit können wir es abbauen. So. Lidohr. Das wird Tin. Ja, Tin, das ist neu. Stone. Ja. Kohle. Salpeter. Jetzt geht es wieder hochwärts. Okay. Ja, nochmal Gold. Auf Level 30 circa. So, was haben wir hier? Silber und Lead. Das Lead-Ohr, das wird früher oder später brauchen wir das auch noch. Aha! Ja. Hä? Kopiere ich nicht. Das habe ich schon bei der Kuh gesehen. Das ist so komisch wie zusammenfallen. Das ist 12 Uhr. Das ist interessant. Haben wir doch mal eine Mine gefunden. Minenschacht gefunden. Ah, nicht schlecht. Da hinten ist jetzt gerade, glaube ich, noch weiter, wie es aussieht. Und da mal Aluminium. Nehmen wir gleich mal mit. So, du lebst auch nicht mehr lange. Ob das vielleicht mit den noch eins. Ja. Was war das? Hallo? Irgendwas habe ich doch jetzt eingesammelt. Irgend so eine Halbbruschen oder was? Aber ich konnte es gar nicht richtig sehen. Das Kopper und meine Dings sind wieder weg, meine Fackeln, aber egal, erstmal
Halt, Moment. Die Schafe lassen wir mal. Dann nehmen wir die Dings weg. Nehmen wir ja die Schwarz mit. Die brauchen wir auf jeden Fall früher oder später. So, dann nehmen wir erstmal das Kupfer mit. Und wir bewegen uns Richtung Mine. Ach ja, Platz haben wir noch genügend. Arbeiten wir uns erstmal die Spitzhacke ab. Zumindest die Steinspitzhacke. Es soll wohl 6 verschiedene Stück geben, ja, von denen. Von denen. Uranium kann man nicht abbauen. Jetzt kann man es abbauen. New Ore Miner. Halt, so. Aha. So, mit der Eisenspitzhacke geht es schon wesentlich schneller. Allerdings müssen wir da mehr Eisen jetzt abbauen, damit wir auch das weiterhin nutzen können. Zinn nehme ich gleich auch mal ein bisschen mit. Da wir das auch noch mal brauchen werden. Noch mal Uranium. So, Uranium selbst ist für mich jetzt unwichtig. Mehr oder weniger unwichtig. Peridots. Die sind so nicht gerade die wichtigsten mit Peridots. Da können wir nur bessere Spitzhacken herstellen oder sowas. Besseres Werkzeug. Was anderes wüsste ich jetzt auch nicht damit. Hier nehmen wir gleich mal mit. So, dann sind wir, kommen wir nämlich hier in die Mine wieder zurück. 12 Uhr. So, was man damit macht. Keine Ahnung. Der ist erstmal auch wesentlich unwichtig. Sehr brauchbar ist es auch nicht. Noch nicht, zumindest. Und was gibt's hier? Ah, noch eine Mine. Schön jetzt mit den Brücken hier. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, tun wir erstmal die Shorts nach oben. So. Jetzt gucken wir mal. Gibt's hier noch Fackel? Nee. Ach, das ist. Ja, okay. Es gibt ja den Lichtbock noch. Natürlich, wenn es ein bisschen dunkel jetzt ist. Aber ich will mich jetzt erstmal ein bisschen verkennen. Bisschen Holz. Gehe ja in die. Bisschen ins Licht. Ja, ich höre Spinnen. So. 7 Stück von den Berries haben wir schon, das trifft sich schön. Hier haben wir auch wieder ein paar Fackeln. Das trifft sich noch besser. Diese Drecks, die bauen wir dann später auch noch ab. So, das Eisen auf jeden Fall. Da brauchen wir jede Menge. So, Uranium lässt sich jetzt erstmal drinnen. Ja, eigentlich brauchen wir die noch nicht. Aber hier ist was, was wir brauchen. Hoffentlich kommt die nicht hin.
Okay. Naja. Die brauchen wir jetzt noch nicht so, aber die brauchen wir. Hier ist nochmal Essen. Da gibt es Kohle. Hier geht es noch tiefer. Auch nicht schlecht. So, wir buddeln uns. Ich buddel mich aber erstmal nach oben. Aua! Dann greife ich aber die Räume ab, die gestoppt jetzt. Naja. Okay. Krevette, doch eine Flint könnte man gebrauchen. Das weiß ich. Aber sonst. Eigentlich nur noch zum Wegebau. Ich würde sagen, ich traue mir jetzt Gold haben. Habe ich meine Schere mit? Nein, natürlich nicht. Ach. Aber ich kann so. Haben wir noch mehr Spinnen fehlen hier? Nee. Muss ich halt das Schwert nehmen, was nicht gerade so genial ist. Ja, hier ist noch einer. So. Ja, komm mal auf die Ecke wieder. Und ich nehme an, hier gibt es einen Spinnspawner da unten. Dann lasse ich den erstmal drinnen. So, dann nehme ich ja das Zinn mit. Hier mal ein bisschen Freiraum machen. Außerdem gibt es mir ein bisschen Cobblestones, die man dann gleich wieder weiterverarbeiten kann. Ja, so, da gibt es noch ja Zertusquarz. Ein bisschen Tin. Gut. Gut, da oben komme ich. Ja, doch komme ich dran. Typisch. So. Okay. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal. Naja, ich wollte hier hinten nochmal gucken. So. Ja, dann haben wir hier nochmal ein anderes Feld. Dann nehmen wir jetzt. Okay. Ja, man sollte auch in jede Richtung gucken. Aber man gut. Endermänner. Die kleinen. Jetzt habe ich den ja noch angeguckt. Scheiße. oh, hier braucht auch keinen Platz mehr groß. Fällt mir so ein. Dann brauchen wir einfach jetzt nur ja das den Zeug noch raus hier. So. So, die Forstcamps nehme ich mit. Nehme ich ja noch die Kohle mit. Ja, du brauchst nicht kuscheln. Geh lieber zu deiner Mama, aber bringst du nicht mit. Dass man mehr oder weniger im Friedrich spielen, das macht auch nicht so viel aus. Ich gehe mal hier in diese Richtung raus.
Ja, wenn es mal lässt. So. Spinnenweben. So. Die sind insofern gut, indem dass wir nämlich unseren Dings noch bauen können. So Backpacks bauen können. Was ist das? Aha. Ja, war so Rest. Ach, das sind ja noch Firestones. Ja, haben wir noch Platz dafür. Okay.